Ich höre sehr, sehr oft, Mario, ja, wie kommst du denn auf deine 150.000 bis zum Ende des Jahres? Vollkommen unrealistisch, was du da laberst. Was soll ich großartig dazu sagen? Ich zeige euch jetzt einfach mal das, was ich meine. Und dann werden wir sowieso am Ende des Jahres sehen, wer recht hat. Es geht aber auch nicht darum, recht zu haben, Leute. Es geht immer darum, auf der richtigen Seite des Trade zu haben. Es ist wirklich wurscht, wer am Ende recht hat. Hauptsache ist, dass wir ja alle Geld verdienen. Das ist ja wohl das Wichtigste. Diese blaue Linie hier, diese blaue Linie verläuft ungefähr zwischen dem 17. und dem, ja, ich sage einfach ungefähr an meinem Geburtstag, sagen wir es am 19. Dezember. Genauer war es der 17. Dezember. Was ist der 17. Dezember? Der 17. Dezember ist ungefähr das Datum, wo ich davon ausgehe, dass wir in diesem Cycle peaken werden. Kann das eher sein? Ja. Kann das später sein? Ja. Kann das gar nicht dieses Jahr sein? Ja. Wenn wir ein Black Swan Event kriegen und die Märkte um 20% abstürzen, werden wir uns nicht retten können. Dann wird sich Bitcoin nicht retten können. Dann wird auch Bitcoin abverkauft werden. Und dann werden wir 2021 kein Market Cycle Top sehen. Nein, dann wird es später sein. Aber wenn dem alles nicht passiert, werden wir das hier ungefähr sehen. Warum? Dazu vergleiche ich ja euch immer die Cycles aus 2013, 2017. Jedes Mal hat es 154 Tage gedauert, nachdem der Mid-Cycle-Dip drin war, bis zum Market-Cycle-Top. Sprich, wenn das hier unten unser Mid-Cycle-Dip war, der tiefste Punkt, den wir nach dem Shakeout hatten, 154 Tage ist genau hier der 17. Dezember. 2013, 2017 war es genau das gleiche. 154 Tage nach dem Mid-Cycle-Dip hat es gedauert, bis wir ausgetoppt sind. Genau die gleiche Anzahl an Tagen. Okay. Kommen wir zu etwas anderem. Ist es so unrealistisch, 150.000 US-Dollar, von denen ich immer wieder sage, dass ich sie erwarte, mindestens, das ist pessimistisch, bis zum 17. Dezember. Nein. Nein. Warum? Okay. Wir sehen hier unsere drei Peaks. Ich habe die drei Peaks mit einer Linie einfach verbunden. Diese Linie geht weiter nach oben und wir sehen, dass wenn wir nur diese Linie folgen würden, und wir werden diese Linie nicht nur erreichen, nein, wir werden diese Linie überschießen. Sieht das hier heftig aus? Ja, kann ich verstehen. Jetzt sieht es nicht mehr so heftig aus. Jetzt sieht es schon weniger heftig aus. Und wenn ich euch jetzt sage, dass das bis hier oben vom aktuellen Punkt, ne, in Anführungsstrichen, also jetzt gerade, nur 80% sind, und bis zum 17. Dezember sind das Ganze nur 100%. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich, Leute. Achtung. Diese Linie, diese rote Linie, kann ich sowohl im Cycle von 2017 und auch von 2013 einzeichnen. Und das zeige ich euch jetzt. Und wie lange das gedauert hat. Und was danach passiert ist. Das hier unten, dieser winzige Punkt. Und dieser winzige Punkt, das hier, Leute, das war innerhalb von einem Jahr 1000%. Das sieht aus, als wenn da eine Schnecke hingespuckt hat. Das kann man überhaupt nicht mehr sehen. Das hier sieht schon, ist noch ein bisschen größer. Aber wenn wir hier oben peaken, hier oben, hier, dann wird der Cycle aus 2017 genauso aussehen wie die Schneckenspucke aus 2013. Wir fangen deswegen auch mit 2013 an. Dafür gehe ich auf diesen Chart. So, das hier sieht heftig aus. Da müsst ihr nichts von verstehen. Das gibt es sowieso in anderen Videos. Wir haben hier den ersten Peak von 2013. Das war ungefähr im April. Merkt euch das. Im April 13. Ich schreibe es auch gerne nochmal für euch auf. So, und wir können dieses Hoch mit dem Kerzendocht hier verbinden mit einem weiteren Hoch, das wir hier hatten. Das sieht hier, kann man das gar nicht erkennen. Das ist mini. Aber wenn wir näher rangeht, dann guckt euch mal diesen Kerze an. Das ist nicht mehr so mini, wenn man da näher rangeht. Das ist krass. So. Und dann
haben wir diese Linie einfach weitergezeichnet. Wir haben diese Linie lange, lange nicht angelaufen. Und zwar dauerte es, bis wir diese Linie hier hinten wieder angetestet haben. Von dem jetzigen Punkt. Und wir haben heute den 14. September. Es dauerte vom 14. September, das hier ist eine Infolinie, die sagt euch dann genau, okay, wie die Party abgeht. Es dauerte genau vom 14. September, den haben wir hier, bis wir diese Linie wieder angelaufen haben. Sehr schön, Mario. Das kann man hier super sehen. Herzlichen Glückwunsch. 14. September. Bis wir diese Linie angelaufen haben. 60 Tage und 240%. Ich schreibe euch das auf, damit ihr das gleich nochmal vergleichen könnt. 60 Tage, 240% in 60 Tagen, in 2 Monaten, Leute. Wie unrealistisch ist es, dass es wieder passiert? Na, das war 2013. Okay, ich lasse jetzt einfach mal hier diese Linie für euch da in 60 Tagen. Da kommen wir gleich drauf zurück. Ich meine, hier kann man nicht viel erkennen, aber das werde ich euch gleich dann auf eine andere Art und Weise näher bringen. In 2017 ist das Ganze genauso passiert. Lustig, oder? Wir haben hier ebenfalls diese gelbe Linie. Diese gelbe Linie konnte ich verbinden in den Peaks. Welch ein Zufall, dass der erste Peak hier im Mai war. Okay, gerade war es April. Aber es ist nur ein Monat Unterschied. Und wieder verbinden wir diese Linie mit den Peaks. 1, 2. Und diese Linie wurde nicht angetestet. Guckt euch das an. Diese Linie wurde erst wieder hier hinten angetestet. Und wann? Na, welch ein Zufall. Im November. Und beim anderen Mal wurde es auch im November angetestet. Welch ein Zufall. So, gucken wir mal. Wie sieht es denn aus? Hier. Und zwar aktuell vom 14. September. Wie lange hat denn die Nummer gedauert, bis wir zum ersten Mal Hallo gesagt haben? 74 Tage. 74 Tage. Und das waren, ist nicht ganz akkurat angesetzt. Erstmal angetestet hier. 75 Tage, 220%. So. Was hatten wir gerade? 240%. Was hatten wir gerade? 60 Tage. Das ist nur ein Unterschied von 2 Wochen. Aber die Prozentzahl ist nahezu gleich. 220 und 240%. Okay. Dass das Ganze so gleich ist, kann ich das auf den aktuellen Zyklus draufsetzen? Kann ich? Muss das so passieren? Nein. Gehe ich davon aus, dass es so passiert? Vielleicht nicht ganz so krass. Aber wenn ich das nur als Referenzwert nehme und pessimistisch bin, und ich sage euch immer, Leute, ich bin oder ich mache das alles pessimistisch, weil ihr mich für wahnsinnig halten würdet, wenn ich euch sagen würde, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es 200 oder 300.000 bis Ende Dezember geht. Dann weiß ich, alles klar, okay, den Kanal schalte ich ab, der hat eine Waffe. Ne? Aber, Leute, wir haben heute den 14. September und wir stehen bei 46.000. So. Wenn ich jetzt eine Infolinie ziehe und ich nehme den Durchschnitt, 75 und 60 sind zusammen 135, sind ungefähr 67 Tage. 67 Tage ist der Durchschnitt aus den beiden anderen. 67 Tage, in denen wir eine Durchschnittsrendite hatten von 230%. 230% in 67 Tagen. So. Das hier sind 67 Tage Ende November. Wir brauchten aber nur hier bis zu dieser Linie ziemlich genau 100%. Entschuldigung, 67 Tagen. Wie unrealistisch klingt das Ganze jetzt für euch? Ne? Okay. Deswegen, wir werden diese Linie hier antesten. Wir werden diese Linie nach oben hin überspringen. Ne? Und diese Linie verläuft, falls das alles genauso ausspielt, guck mal bitte, wo diese Linie verläuft. Selbst wenn es ein paar Tage später dauert, ist ja gar nicht so schlimm. Diese Linie verläuft ziemlich genau bei $95.000.
Also nahe der 100.000. Ich glaube nicht, dass wir die 100.000 sofort überspringen. Wir werden hier irgendwo, werden wir strugglen und wir werden das hier machen. Aber danach werden wir das hier machen. Und das, was ihr hier seht, das werdet ihr auf diesem Chart hier nicht sehen. Dafür müsste ich ja, so ein gutes Stück nach oben gehen. Das trifft es noch nicht mal genau. Ne, wir werden hier irgendwo landen. Wie unrealistisch ist das, was ich euch jetzt gerade gesagt habe, wenn wir sagen würden, ey, wir machen nur weniger Rendite als in den letzten beiden Zyklen. Und davon gehe ich nicht mal aus. Wir sind jetzt genau in der Mitte. Wir machen bis jetzt genau das, was wir in den beiden Zyklen vorher gemacht haben. Und wir sind genau eine Mitte dieser beiden. Es gab 2013 ein 11x vom Mid-Cycle-Dip. Sprich, eine Verelffachung des Preises vom Mid-Cycle-Dip. Es gab 2017 ein 9x. Eine Verneunfachung des Mid-Cycle-Dips. Minus 2. Okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir nur, was ist jetzt nicht unrealistisch, nur ein 7x machen und unser Low bei 30.000 lag, 210.000. Wenn wir noch weniger runtergehen, wir sagen, wir machen nur ein 5x, dann sind wir genau bei meinen predicteden, mindestens pessimistisch gesehen, 150.000 US-Dollar. Sagt mir mal bitte, ist das realistisch? Ne? Also, und wenn mich einer fragt, ja Mario, wo stehen wir denn 2030? Und ich sage, ganz ehrlich, 2030, ich rechne mit 1 Million. Ist das auch nicht unrealistisch? Leute, das war heute spontan im Livestream, habe ich mal wieder so eine kleine Prediction, sag ich mal, rausgehauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wäre ich natürlich sehr, sehr dankbar, wenn ihr ein Like da lasst, einen Kommentar für den Algorithmus, dass mehr Leute darauf aufmerksam werden, was wir hier zusammen erreichen. Und natürlich, wenn ihr keine Abonnenten seid, drückt auf jeden Fall mal den Abo-Button und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ansonsten habt einen wunderschönen Dienstag.